Romano bei unserem Jahresabschlussinterview das Wort Wahnsinn ganz viel bemüht. Und aber mir fällt kein neues Wort ein. Ein gigantischer Sprung zum letzten Mal, absolut verrückt. Ja, das wird eine Mega-Saison. Wir haben ja über den Winter ein bisschen getestet und uns Mühe gegeben, jetzt auch zusammen um die Meisterschaft zu fahren. Und das spornt natürlich an, macht auch eine Menge Druck. Aber wenn es so weiterläuft, so gutes Gefühl, die Jacqueline läuft wie ein Bienchen, die Strecke ist toll, meine Mama ist da. Es könnte nicht besser sein im Moment. Ja, wir sind zurück am Red Bull Ring hier in Spielberg. Erwartungen sind ziemlich hoch. Wir haben viel im Simulator trainiert und auch Andreas speziell viel Sport gemacht. Und das haben wir in den ersten Trainings schon gemerkt. Das ist eine ziemlich starke oder hohe Steigerung. In den ersten freien Trainings heute Morgen haben wir sogar beide eine Pole Position in unserer Klasse erreicht und auch eine Rundenzeit, eine Verbesserung im Vergleich zum letzten Jahr. Mit einem riesen Sprung. Erwartungen an heute Nachmittag sind natürlich weiterhin so hoch, dass wir auch am Nachmittag machen wir eine kleine Rennsimulation, dass wir die Rundenzeiten auch konstant bringen können. Und dann ist natürlich morgen der Tag, wo es gilt, dass wir im Qualifying das auch umsetzen können und auch wieder vorne mitfahren, genauso wie fürs Rennen. Rennen wird natürlich wieder interessant, dann auch die Positionskämpfe. Eine schnelle Runde, das bekommen wir schon hin. Und jetzt müssen wir halt schauen, dass wir im Rennen auch die Position halten können oder uns sogar noch verbessern können und vorne wegfahren. Ja, wir sind zurück in Spielberg in Österreich am Red Bull Ring mit einer riesen Überraschung. Heute Morgen die erste Pole Position vom Andreas selbst eingefahren. Rennstrecke hier, super Ambiente, richtig gepflegte Anlage und auch für den Einstieg ins Jahr die perfekte Rennstrecke. Alle ziemlich dicht zusammen. Da kommen wir gleich zum Porsche Sports Cup Schweiz. Starterfeld sehr kompetitiv, alle sind aber trotzdem sehr freundlich, gehen fair miteinander um. Selbst wenn man so eine Pole Position hat, kommen die anderen Fahrer zum Gratulieren und freuen sich und schauen, wer wie sich verbessert hat. Also kann man empfehlen, wir hoffen fürs Rennen, bleiben wir so weit vorne oder gehen gesamt noch ein Stück weiter nach vorne, bringen das Ganze safe nach Hause und man wünscht sich gegenseitig viel Glück, viel Erfolg hier in dieser Serie, ohne irgendwelche Missgunst an den Tag zu bringen. Die Pläne für dieses Jahr sind ganz klar. Nach dem Startjahr in der letzten Saison wollen wir heuer richtig Gas geben und ganz vorne stehen. Und das haben wir jetzt beim ersten Qualifying schon mal gut hinbekommen mit P1 und P2 in der GT4-Klasse. Genauso auch in der 991-Cup-Klasse haben wir mit dem Gerald Auböck P3 und mit dem Checo in der 992-Klasse P1. Also ich muss sagen, ich bin zufrieden und fast sprachlos. Ohne die Hilfe vom Team, von vielen Leuten, würde das Auto keinen Meter laufen. Und wir haben jetzt mal umgesetzt. Nicht nur zweimal Podium, sondern auch Pole Position. Ich würde sagen, fette Ausbeute. Und ja, was soll ich dazu sagen? Halt mal hoch das Ding. Schön war's. Wir sind zusammen 13. geworden, ganz nachlesen. <Guck. lacht> für uns. Was sagst du dazu? Ich fand's super. Machen wir nochmal. Nee, wir hatten riesen Spaß, war ein super Einstieg in die Saison hier. Red Bull Ring, Sonne war toll, Leute, Team, unser Fotograf, Spitze, hat sich voll gelohnt. Danke, Best Place. In 4 Wochen in Le Castellet. Wir sehen uns. Sehen uns.